Hallo, ich bin Ulrich und es geht um den Konrad Adventskalender 2017 Operationsverstärker. Und da geht es jetzt heute um Tag 3, Laden und Entladen. Tag 3 ist Tag 3. Ein Widerstand. Hinter dem dritten Türchen finden Sie einen Widerstand mit 2,2 Kiloohm. Rot, 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 das passt. Machen wir mal das erste Experiment. Der geht. Der bleibt. Und hier kommt jetzt noch ein Kontakt zwischen. So, Batterie. Ja. Schon geil, was die machen. Gut, das ist eigentlich das Experiment, aber dieses Jahr haben wir ja Zusatzexperimente. Ich muss noch mal eben ein bisschen lesen. Das ist jetzt wieder so ein Experiment. Ja, ist klar. Der Strom, wenn wir den Schalter hier schließen, dann fließt der Strom logischerweise hier von der Batterie direkt über den ohmschen Widerstand zurück. Ja, und dieses hier ist dann ja das eine kapazitive Last. Das, also sprich ein Kondensator. Und ja, der entlädt sich. Dann habe ich das jetzt wirklich verstanden? Nein, habe ich nicht. Aber Milliampere sollen da fließen. Muss ich hier eben zeigen, hier der kommt und der muss auf Ampere sitzen. So ist das am bequemsten. So, rot. Na. Und die Angabe stimmt. 4 mA sollen da fließen und das tut es auch gemäß nach diesem Gerät. Aber ihr merkt schon, das muss das lebt hier vom Wackeln. Wenn man den Kontakt, wie gesagt, dauerhaft geschlossen hält, dann rührt sich die Piezo-Scheibe nicht. Das ist eigentlich auch logisch. Finde ich ein bisschen schade, dass das jetzt, dass der Unterschied zwischen ohmscher Last und kapazitiver Last hier noch nicht erklärt wird. Aber das ist, wie gesagt, das, was ja auch im Vorwort steht, man muss sich immer weiter einlesen. Aber ja gut, er richtet sich an Erwachsene. Aber da muss man auch mal erst erkennen, dass es hier mit einer ohmschen und damit einer kapazitiven Last zu tun hat. Ja, okay, ich lese nochmal weiter. Mit einem Hautwiderstand. Wie soll das aussehen? So. Ich soll den Hautwiderstand in Reihe zum vorhandenen Schalter besetzen. Der Hautwiderstand beträgt 100 Kiloohm. Bauen Sie zwei Berührungskontakte und schalten Sie den Hautwiderstand in Reihe zum vorigen Widerstand. Naja. Soll ich denn jetzt, wie ist das zu verstehen? Bauen Sie zwei Berührungskontakte und schalten Sie den Hautwiderstand in Reihe zum vorhandenen Widerstand. Das mache ich aber doch hier. Also ich merke da nichts. Ich höre da auch keinen Unterschied. Also das, wenn ich das überhaupt richtig verstanden habe. Gut, das soll es an Tag 3 erstmal gewesen sein. Das sind ja so die
drei, vier wichtigsten Videos, weil, das hatte ich ja gesagt, im Analytics habe ich, soweit ich das mit meinen wenigen Daten ausschlaggebend sagen kann, die Leute gucken sich an Tag 0, Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 24 und Tag 25. Also den Abschlussbericht. Den will ich jetzt natürlich nicht vorgreifen. Wie gesagt, hier unten ist einiges neu. Es hat viele, viele Schnitte gegeben, weil ich auch immer wieder Sachen erst holen musste, die ich zwischenzeitlich oben hatte. Der Hall hier innen drin, da kann ich noch nichts machen. Zweite Kamera ist auch neu. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Aber dieses Jahr ist schon mal ja viel anders. Das ist auch nicht, ob wir nun den nehmen oder ob wir den Piezo-Wandler oder eine LED nehmen. Das macht so einen riesengroßen Unterschied auch nicht. Das Problem, dass man zum Drähte abisolieren erstmal einen Seitenschneider und einiges an Werkzeug gebraucht. Ja, und dass sich so Draht ansammelt. Und dass ich mir immer wünsche, dass die dann mal bei Konrad mal anfangen, diese Drahtbrückensets mitzuverkaufen. Aber es sieht wieder mal vielversprechend aus. Mit dem Operationsverstärker zu arbeiten, wird sicherlich Spaß machen. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Aber gewünscht hätte ich mir, dass wir einen 7-Segment-Treiber dieses Jahr haben, der auf die Experimente vom letzten Jahr aufbaut. So, das soll es dann gewesen sein. Dann geht es mit Tag 4 Licht und Sound weiter. Und ich habe erstmal genug Videos, die ich jetzt schneiden muss. Bis dahin, tschüss.